Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen steigen zu Beginn der zweiten Jahreshälfte in ganz Deutschland wieder an. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder haben am gestrigen Donnerstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Welche Beschlüsse gefasst wurden und was diese für die Menschen Baden-Württembergs bedeuten, erläuterte Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Rahmen einer Pressekonferenz. In der ersten Jahreshälfte sei es gelungen, Corona in Baden-Württemberg gut zu bekämpfen, betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu Beginn der gestrigen Pressekonferenz. Wir haben aus einem Corona-Hotspot eine Region mit niedrigen Zuwachsraten gemacht, weil wir zusammengehalten haben. Und jeder Einzelne mitgeholfen hat, das ist ein großer Erfolg. Auf diesen Erfolg gelte es nun weiterhin aufzubauen und sich auch weiterhin an die geltenden Hygienevorschriften oder kurz AHA-Regeln zu halten. AHA steht hierbei für Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmasken tragen. Das sei insbesondere deshalb so wichtig, da sich das Infektionsgeschehen im Laufe der Sommermonate negativ entwickelt habe, so der Ministerpräsident. Doch leider steigen nun die Infektionszahlen wieder stark an. Inzwischen haben sie ein gefährliches Niveau erreicht. Um die Corona-Infektionszahlen wieder zu senken, haben sich die Bundeskanzlerin und die Länderchefs auf folgendes Vorgehen geeinigt. Erstens haben wir beschlossen, dass weitere Öffnungsschritte vorerst nicht zu rechtfertigen sind. Zweitens, Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist, sollen bis Ende des Jahres nicht stattfinden. Über die Frage, ob Zuschauer bei bundesweiten Sportveranstaltungen wie der Fußball-Bundesliga zugelassen werden, haben wir noch nicht abschließend beraten. Ein weiteres Thema, über das sich Bund und Länder einig wurden, war der Umgang mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss sich umgehend in Quarantäne begeben und sich weiterhin verpflichtend testen lassen. An dieser Testpflicht für Risikorückkehrer halten wir sehr bewusst über den ganzen September hinweg fest. Der Appell, nicht in Risikogebiete zu verreisen, richtet sich natürlich an die gesamte Bevölkerung. Aber insbesondere Berufstätige müssen nach der Rückkehr mit harten Konsequenzen rechnen. Denn die Länderchefs waren sich einig, dass es keine Entschädigung für den Einkommensausfall aufgrund der Quarantänepflicht gibt, wenn vor Reiseantritt bekannt war, dass man in ein Risikogebiet fährt und die Reise vermeidbar war. Die Frage, die sicherlich etliche Eltern wie Kinder kurz vor Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg umtreibt, lautet: Wie geht es im nächsten Schuljahr weiter? Auch dazu bezog Ministerpräsident Kretschmann Stellung. Wir alle sind einig darüber, dass Schulen und Kitas eine herausragende Bedeutung für unsere Kinder und für die Gesellschaft haben. Deshalb werden wir auch weiterhin große Anstrengungen unternehmen, um den Präsenzschulbetrieb zu ermöglichen und Schulschließungen zu vermeiden. Dabei haben wir noch einmal festgestellt, in allen Ländern gilt auf Schulhöfen und beim Weg in die Klasse eine Maskenpflicht. Sollte es in Bildungseinrichtungen dennoch wieder vermehrt zu Infektionen mit Covid-19 kommen, gilt künftig Folgendes. Für Fälle, in denen Schulschließungen oder weitergreifende Quarantäneanordnungen nicht vermeidbar sind, soll künftig länger Kinderkrankentagegeld gezahlt werden. Für jedes Elternteil 5 Tage mehr, für Alleinerziehende 10 Tage mehr. Außerdem hat der Bund entschieden, den digitalen Schulbetrieb besser auszustatten mit einem Sofortausstattungsprogramm des Bundes in Höhe von 500 Millionen Euro. Abschließend appellierte der baden-württembergische Ministerpräsident noch einmal an die Eigenverantwortung und die Rolle jedes Einzelnen im Kampf gegen die Pandemie. Halten Sie die Zahl Ihrer Kontakte möglichst gering, treffen Sie sich möglichst im selben Kreis von Menschen und treffen Sie sich bevorzugt im Freien. Sorgen Sie in Innenräumen bitte stets für gute Belüftung, damit sich das Virus nicht verbreiten kann.
Nur so sei es zu schaffen, dass das Virus nicht mehr die Oberhand gewinne, so der Grünen-Politiker.